Dennis, wenn ich falle, fängst du mich auf. Nee, ich bin drücken für dich, das wird nichts. Ja. Zeit für eine Anmoderation, oder? Ja, wollen wir mal eine machen? Mitten aus der Natur. Oh, ich muss gerade mal gucken, ob da ein Zug kommt. Nee, kommt nicht. Ah, oh, wie gut, dass wir befugt sind, oder? Hier? Kann man das lesen? Ja. Feuer. Ja. Alles knallhart kalkuliert. Der kommt nur alle 10 Minuten, der Zug, und wir sind genau im Zeitfenster jetzt. Ah, okay. Ja, wir werden heute eine sehr interessante Fabrik besichtigen und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, das geht so. Du kannst auch hier vielleicht. Ich liebe diese Brücken. Das ist total chillig. Hier ein paar Gitter. Hm. Oh, guck mal. Ah, guck mal. Ja. Molly, da ist sie schon. Kein Zug in Sicht. Kein Zug in Sicht. Kannst weiter marschieren. Hallo. Auch wir vom Team Lost Adventure Hunting sind heute wieder unterwegs mit unserem, man kann schon mittlerweile sagen, Freund Werfert Urbexer und freuen uns wieder dabei zu sein. Außerhalb der Planung. Genau. Das erste Objekt, was schon inspiziert wird, aber es gibt nachher noch viel mehr zu sehen, ne? Ja, das gibt's nicht zu sehen. Ja, schöne Hallen. Unspektakulär? Ja. Dann geht's weiter jetzt. Nee. Wir haben heute auch, muss man sagen, gestern hatten wir einen ganzen Tag Regen, heute haben wir wieder gefühlte 30 Grad? Nein, 25. 25 Grad, aber wir sind schon ganz schön am Schwitzen. Sind jetzt, Grad in dem Auto. Sind jetzt mit einer 9-köpfigen Team sind wir wieder hier und müssen uns dementsprechend ein bisschen unauffällig verhalten. Deswegen haben wir unsere jetzt so ein bisschen auseinandergezogen. Die Leute, da müssen wir nicht alle auf einen Knubbel laufen. Ach echt, ja? Ja, wir machen es zumindest nicht. Da vorne wird es wohl dann doch gemacht. Wenn die gecatcht werden, dann sind wir noch nicht. Ja, genau. Aber wir sind ja auch vorsichtig und wir werden nicht gecatcht, weil das ist ja alles offiziell, was wir hier machen. Dann bis später. Nee, schon wieder Gleisschotter. Oder? Ja. Ja. Oh. Man sich hier mal angucken. Wahnsinn. Das muss man sich hier mal angucken, das sieht man ja so nicht oft. Der Film Enemy at the Gates wurde hier übrigens auch zum Teil gedreht. Das ist auf jeden Fall, wenn ihr hier mal drauf macht, das ist alles Kulisse aus Styropor. Das ist aus dem Film Enemy at the Gates, ne? Ach, ja, wobei nicht, das ist nicht der einzige Film, war der hier. Hier wurden mehrere Filme gedreht, wahrscheinlich. Unsere Väter zum Beispiel auch. Auch, ja. Der läuft gerade wieder bei Arte heute. Ja, genau. Der ist wirklich gut. Ich habe schon mal einen anderen Drehort von dem Film gesehen. Welchen? Das kann ich jetzt hier wieder nicht sagen.
das hier ist kein rostiges Metall, sondern Filmkulisse. Cool. Also dir ist das definitiv zu hoch, ne? Wenn ich da schon hoch gucke, habe ich schon dieses Gefühl wie eine Achterbahn. Weißt du? Ja. Vor allem, weil wir sie auch neben dem Loch hochkommen. Das wird auch irgendwie finden. Aber man muss halt mal zeigen, wir laufen hier auf so einer Plattform und da sind überall solche Löcher dann oder wieder hinten. Und gerade wenn man filmt, dann guckt man ja nicht immer unbedingt, oder man sollte es, macht es aber nicht immer dahin, guckt man nicht immer dahin, wo man hinläuft, aber hier ist es ziemlich erforderlich. Nicht runtergucken, nicht runtergucken, nicht runtergucken. Es hier oben. Also dieser Höhenschwindel macht es nicht besser, Leute. Da schon zugucke, Hilfe. Ich hab's nicht mit der Höhe. Ist nicht tief. Kommt doch beide lieber hier über den Balken hoch, das geht ganz entspannt. Ja, ja, ich übertreibe nur das ein bisschen. Ja.
Ja, ja. Nicht runter gucken. Hallo. Wenn man Skateboard fahren kann, kann man auch das. Dann kann man schön wippen, ja. Ja. Das ist wie Skateboard fahren, Leute. Weißt du, wofür ich ganz ehrlich gesagt ein bisschen Angst habe? Nee, aber das... Dass die Treppe so belastet ist schon durch den Schutt, der hier drauf liegt. Und wenn da jetzt noch einer drauf geht, dass das dann fest ins Rüberlaufen bringt. Ja, aber das ist... Das kann sein, aber das würde langsam abrutschen. Es würde langsam abrutschen. Man hat Zeit zum Reagieren, sagte. Nein, nicht abrutschen, wohin? Das ganze Ding nach. Dino Urbex. Verstehst du? Ja, aber da hast du noch Zeit zu reagieren. Du merkst es, wenn es dann langsam abrutscht. Haben die vom Kanal Dino Urbex gerade gesagt. Okay. Ja. Willst du zuerst? Dann mache ich das schon wovon. Naja, wenn es mich. Nee, anders, wenn es dich trägt, kriegst du mich auf jeden Fall. Ja, aber ich, wie gesagt, ich bin da vorsichtig. Ja, hier. Ich versuche nichts zu riskieren. Es läuft schon. Okay. Also das ist jetzt wieder mit dem Ausschnitt total blöd. Ich weiß. Wir brauchen ein anderes Objektiv. Fischraumobjektiv. Keine Blockkamera, das ist das Problem. Oh je. Das ist ja auch schon eine Kletteraktion hier. Ich habe mehr Schiss, dass hier irgendwas nachrutscht. Und ich mit verschüttet werde, als dass die Treppe abrutscht. Hier, da, kann es fallen. Guck erstmal, lohnt sich das da rauszugehen? Einer vom Museumsdorf da ist, der uns jetzt sieht. Dann komm lieber runter. Ja, guck mal, wie easy du da hochgehst, ne? Und ich mach da voll die Aktion draus. Ja. Jetzt kommen hier die zwei Jungs mit der Höhenangst. Die gehen jetzt hier hoch. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, nicht runtergucken ist alles, ne? Das kann ja die Kamera machen. Die kann ja runtergucken. Und wir schauen uns die Bilder dann am heimischen PC in Ruhe an. So. Ab jetzt war für mich ein Feierabend. Ist so. Ach so? Ja, ist so. Hm. Ui, ui. Hier geht es ganz schön runter. Zum Glück passe ich da nicht durch. Ja, und hier ist das dann, wo die Leute auf dem Dach spazieren gehen, sich abseilen. Ja, ist auf jeden Fall eine geile Aussicht hier oben. Da wurde uns nicht zu viel versprochen.
Hier, die Dame gibt Anweisungen, wo wir uns jetzt hinstellen sollen für dieses Foto. Making of Gruppenfoto. Oh. Ja, müssen wir nochmal neu machen, das Foto. Mein Handy hat geschellt. Du hast aber ständig irgendjemanden, der dich erreichen will. Also nein. Cool. Okay. Nice. Ich habe mir jetzt mal analog das Video kopiert hier. Vielen Dank. Ja, jetzt sind wir gespannt, was wir von diesem Video hier wiedererkennen werden in der Halle nebenan. Wir halten euch auf dem Laufenden. So, und hier wurde jetzt also Rammsteins Amerika gedreht, ja? Da haben sie die ganze Decke abgedunkelt, weil das Rammstein-Video, hast du ja gesehen, ist ja komplett dunkel. Der ganze Hintergrund, ne? Deswegen haben sie es alles abgedunkelt, hinten schwarze Laken angehangen. Und es dauert natürlich ein paar Tage, bis du damit fertig bist. Deswegen haben sie auch alles so schön zugemacht, damit nicht wieder Leute zwischendurch hereingehen und alles sabotieren. Ja. Aber man erkennt da heute nichts mehr von. Ich habe schon einen Weg rauf gesehen. Okay. Jo. Hier ist es am sichersten. Ja gut, du bist dir da sicher. Ich bin mir da nicht sicher. Wenn ich mir nicht sicher bin, dann mache ich das lieber nicht. Ich würde sagen, wir nehmen den Weg, den wir gekommen sind, oder? Können wir auch machen. Würde ich vorschlagen. Weil das hier, hier sind ja gar keine Tritte. Hier, hier, hier. Ja, aber das hat ja auch so einen unschönen Winkel. Das hat natürlich da hier nicht so eine schöne Griffe, wenn man sich hier festhält. Aber ja. Das ist alles hier. Nee, naja. Da könnte man abrutschen. Lieber sicher machen. Wir haben hier ein Kletterseil. Ja. Das hält ungefähr 13 Kilo. Ja. Damit machen wir jetzt einen Abstieg. Hier ist ein Loch. Und da, wo du stehst, könnte auch ein Loch sein. Ja, das ist natürlich der schnelle Weg jetzt hier einfach runter, aber das machen wir nicht. Okay. Ich habe mal wieder hier ein bisschen Angst. Am besten erstmal hinsetzen, ne? Nee, genau. Dann stehen, weil die sollen dann springen. So, auf dem Hintern am besten. So, und dann ohne auf dem Stahlträger zu landen. Genau, dahinter musst du landen. Und das soll von hier gehen? Wenn du die Beine so nach vorne reißt. Dabei. Genau. Dann ich habe aber nur einen Versuch. Ja. Stahlträger. Scheiße. Man sollte aber nichts machen, was man sich nicht zutraut. Das stimmt. Sonst. Beine nach vorne. Ich würde mich jetzt eigentlich an der Wand abstoßen wollen, aber dann sind die Beine hinten. Ja. Okay. Jo, super geklappt. Ja, danke. Immer wieder gute Tipps dabei. So, sind wir noch dran? Wir sind noch drauf, ja.
Jetzt wird es nämlich schwierig, weil der ganze Sand schon abgerutscht ist. Man sieht es hier vielleicht. Beim Hochklettern ist das schon alles abgerutscht. Unsere Tritte sind also nicht mehr da. Das Kabel dort ist ein bisschen fest. Das heißt, es könnte einen halten. Ansonsten, die Wand ist auch fest, davon gehe ich mal aus. Und auf alles andere kann man sich nicht verlassen. Kleines Boulder-Problem jetzt hier. Ja, runter geht's immer. Es sind jetzt auch etwa noch gute 3 Meter hier. Ich glaube, ich nehme mal dieses Kabel wieder. Das ist ganz. Genau, ab da kannst du super das Kabel nehmen. Das ist super. Jo. Hat geklappt. Problem gelöst. Super. Hier ist jetzt mal exemplarisch die Etage nicht mehr verbarrikadiert und man sieht, das lohnt sich jetzt also auch nicht wirklich hier reinzugehen. Aber ein Explorer macht es natürlich trotzdem allein schon, um hier die abblätternde Farbe zu bestaunen und nochmal diesen Blick zu haben. Wir müssen hier noch was abmoderieren. Oh nee, der Fokus. So, Abmoderation. Wollen wir eine gemeinsame Abmoderation machen hier? Komm, gemeinsam abmoderieren. Ja, ich wollte, dass man da vielleicht im Hintergrund noch so ein bisschen sieht. Ja, das ist mit diesen Multifunktionsgeräten, das ist so eine Sache. Ich mache jetzt schon mal meine Abmoderation. Die andere könnt ihr ja dann bei Lost Adventure Hunting gucken, mit denen war ich unterwegs. Und das ist einfach eine so geile Location hier. Da muss man einfach mal hin, wenn man hier in der Nähe ist. Das haben wir heute auch gemacht. Und ja, ich habe es nicht bereut. Kann ich nur jedem empfehlen, hier mal herzukommen. Auch wenn man sich manchmal ein bisschen Sorgen machen muss um Security oder so, weil nämlich nebenan ein Museumsgelände ist und die kriegen das ja auch mit, dass hier manchmal Leute randalieren und dann haben die dann ein Auge drauf. Und heute hatten wir eben das Problem, dass da Leute waren, die einen Haufen Krach gemacht haben, Steine geschmissen haben und so weiter. Und wir dachten dann, die Security sei schon unterwegs, war sie dann aber doch nicht, stellte sich aber erst hinterher heraus. Aber da ja Sicherheit vorgeht, haben wir uns mal ein bisschen verkrümelt. Dann kamen wir wieder raus, haben den Rest hier erkundet und jetzt geht demnächst mal wieder die Sonne unter. Demnächst, aber wir haben auch noch einen weiten Rückweg, deswegen kommen jetzt hier vielleicht noch ein paar Bilder, falls noch irgendwas Sehenswertes ist, aber ansonsten war es das wohl für heute von mir. Mal einen kleinen Nachtrag an der Stelle. Die Kollegen wollten gerade noch diesen Turm erklimmen zum Abschied. Und dabei wurden sie gesehen von irgendwelchen Leuten, denen das benachbarte Zementwerk gehört. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie die Lage ist, ob die uns suchen oder nicht, ob wir hier sicher und unbemerkt wieder runterkommen können. Zurück auf der tollen Eisenbahnbrücke. Ja, dann war es noch ein bisschen spannend beim Verlassen des Geländes. Ja. Das Abenteuer war also noch nicht vorbei, als wir die Abmoderation gedreht haben. Vielen Dank fürs Zusehen jedenfalls an der Stelle nochmal und bis zum nächsten Mal und ciao.